Das hier vor mir ist ein Schaf. Normalerweise würde es Lammfleisch und Wolle droppen. Aber heute sind alle Mob-Drops untereinander random vertauscht. Das gilt für jedes einzelne Monster in unserer gesamten Minecraft-Welt. Zusätzlich bin ich heute nicht anders in der Lage, an Sachen heranzukommen, außer über Mob-Drops. Das bedeutet, ich kann keine Blöcke aufsammeln, keine Kisten looten und mit keinen Villagern traden. Ich bin dazu gezwungen, herauszufinden, was mir jedes einzelne Monster in Minecraft droppt. Nennt mir doch mal gerne in den Kommentaren Monstern bis auf Blazes und Enderman, die für diese Challenge super nützlich sein könnten. Denn es gibt ein paar Kreaturen, die mir Waffen droppen könnten oder auch zum Beispiel Blöcke. Aber das sind alles Kreaturen, die nur wirkliche Minecraft-Experten wissen. Lasst außerdem einen Like da, abonniert diesen Kanal, es ist ein einziger Klick, der mich riesig unterstützen würde. Und dann super viel Spaß mit dieser sehr, sehr nicen Challenge. Zugeben, ich freue mich ziemlich sehr auf diese Challenge, denn es ist mal wieder soweit. Es gibt eine Menge Überraschungen für uns. Hinter jedem einzelnen Monster, hinter jedem einzelnen Tier wird sich heute ein zufälliger neuer Mob-Drop befinden. Das ist relativ simpel erklärt. Dort vorne haben wir ein Schwein. Dieses Schwein würde uns normalerweise ungebratenes Schweinefleisch droppen. Und dafür bin ich dir auch normalerweise sehr dankbar. Aber heute wird alles ein bisschen anders sein. Der Kollege hier wird nämlich kein Schweinefleisch mehr droppen, sondern er kann rein theoretisch den Mob-Drop von wirklich jedem anderen Tier, Monster, was auch immer es in Minecraft so gibt. Er könnte rein theoretisch alles droppen. Der könnte jetzt hier gerade einen Nether Star von einem Wither dabei haben. Du könntest Rindfleisch und Leder von einer Kuh droppen, aber er könnte genauso gut auch Pfeile und Bogen droppen von einem Skelett. Es ist rein theoretisch alles möglich. Und dieser Random Drop ist eben bei jedem einzelnen Monster in dieser Minecraft-Welt heute am Start. Das klingt alles nach einem ganz netten Feature, ist ganz cool und so weiter, aber wir können ja auch noch auf eine andere Art und Weise Items bekommen, mit denen wir Minecraft durchspielen können. Natürlich nicht. Wir sind heute nicht in der Lage, irgendwie Sachen in unser Inventar zu bekommen, bis auf über Monster und Tiere, die uns eben Sachen droppen. Denn das ist die einzige Art und Weise, mit der wir heute Sachen aufsammeln können. Denn wir können weder Blöcke abbauen und diese aufsammeln, wir können keine Kisten looten, wir können nicht mit Villagern traden. Es ist alles für uns heute nicht möglich. Deswegen müssen wir heute auf jeden Fall uns gut durchschlagen. Und vor allem, ich sag's euch ehrlich, wir müssen heute auf jeden Fall ein bisschen Glück haben und werden uns vielleicht ein paar Stunden heute in dieser Minecraft-Welt aufhalten. Denn es gibt so ein paar Mob-Drops, die ganz wichtig sind, um Minecraft durchzuspielen. Und ich möchte heute auch auf jeden Fall bestimmte auch noch bekommen, die mir dabei helfen können, andere nützliche Sachen zu schaffen. Es ist, ja, es wird heute interessant. Leute, lasst auf jeden Fall gerne einen Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von diesen Randomizer-Challenges sehen wollt. Gerade dieser Mob-Drop-Randomizer ist eine ziemlich coole Sache mit der krassen Einschränkung, dass wir halt keine anderen Sachen einsammeln können. Und es wird jetzt erstmal eine Aktion, Essen zu bekommen, weil das Schwein muss mir halt jetzt gerade auch kein Essen mehr droppen. Es kann mir eben alles droppen. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Leute, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ihr wisst, wie das läuft. Kollege, es tut mir leid, ich habe nichts gegen dich. Aber die Challenge erklärt sich am besten, wenn ich euch einfach das jetzt zeige. Ich habe es vorhin noch aus Joke gesagt. Er droppt mir halt wirklich einen Leder. Wir wissen jetzt nicht genau, was das Schwein eigentlich ist. Es könnte rein theoretisch ein Pferd, ein Lama auch sein. Es könnte aber auch eine Kuh sein. Wobei eine Kuh meistens noch Rindfleisch zum Leder dazu droppt. Aber ich könnte damit jetzt auf jeden Fall nicht gerade viel anfangen. Wie ihr sehen könnt, dieses Item kann ich einsammeln. Juhu. Und deswegen haben wir jetzt ein Leder. Wir können auch mit diesen Items, die wir über Monster bekommen haben, interagieren. Das bedeutet, wir sind in der Lage, uns hieraus, wenn wir halt viel haben, eine Rüstung zu craften. Ihr wisst, sicherlich in Dörfern gibt es unter anderem Crafting Tables. Hallo, ich mache gerade so ein interessantes Video und ich muss herausfinden, was verschiedene Monster mir so droppen. Und ja, ich sag mal so, wir wissen, was ein Schwein momentan gibt und ein Schwein bringt uns noch nicht so viel. Und ich habe Hunger und brauche noch so ein paar andere Sachen. Denn ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was euch so einfällt, welche so die Mob-Drops sind, welche uns am meisten bringen können. Ich habe ehrlich gesagt einfach Hunger und ich wollte was zu essen haben. Oder ich würde mich auch über ein paar Waffen freuen. Es gibt nämlich auch Waffen, die man gedroppt bekommen kann. Ich hoffe, das werden wir heute noch schaffen. Nämlich unter anderem von einem Vindicator oder von einem Brute oder von einem Wither Skeleton. Gibt es ein paar Sachen, die auf jeden Fall sehr hilfreich sein können. Aber ein Chicken ist ein Wither. Gibt uns einen Nether Star. Hat uns auch super viele Level gedroppt. Denn die EXP, die Erfahrungskügelchen oder der Erfahrungs... Betrag wurde auch ausgetauscht und ein Chicken droppt uns jetzt auch, und das ist kein neues Update oder so, ein Chicken droppt uns halt unfassbar viele Level. Und weil ich gerade schon dabei bin und ich das noch nie in der Challenge hatte, bleiben Sie bitte stehen. Wann hattest du schon mal 4 Nether Stars einfach mal im Inventar während einer Challenge, die jetzt noch nicht mal 5 Minuten läuft, dabei? Bringt uns aber leider nicht so viel, weil ich habe wirklich Hunger. Ich brauche was zu essen. Wir müssen einfach hoffen, dass vielleicht sogar eine Kuh ein bisschen Essen droppt.
Bitte. Ja, es kann auch rein theoretisch sein, dass uns ein Monster gar nichts droppt. Denn ihr wisst auch, es gibt in Minecraft leider ein paar Kreaturen, die gar keine Drops haben. Wie zum Beispiel eine Fledermaus oder auch einen Enderdrache droppt dir kein Item, dafür aber eine Menge Level. Ja, wie es aussieht, eine Kuh. Dankeschön. Super hilfreich, super nützlich und wir sind mittlerweile bei 7 Hungerkeulen angekommen. Und wenn wir jetzt nicht langsam ein bisschen Glück haben, hier haben wir 3 weitere Kreaturen. Kot, Lachs und ein Squid. Dann sieht es langsam ein bisschen schwierig aus für uns, was das Essen angeht. Und ich sag's euch ehrlich, ich habe heute ehrlich gesagt nicht unbedingt so Lust darauf, lange ohne Essen auszukommen. Das ist interessant, das ist ein String. Und was ich euch halt damit mal direkt zeigen kann, ist, dass ich mit den Items, die ich gedroppt bekomme, eben interagieren kann. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, und das hoffe ich auch heute einmal zu schaffen, wenn ich Eisen, also von einem Eisengolem oder von einem Zombie, der droppt, wenn ich den durch irgendein anderes Monster bekomme, kann ich rein theoretisch mit diesem Eisen auch interagieren. Und könnte mir beispielsweise eine Pressure Plate aus Eisen machen. Könnte mir aber auch genauso gut einen Eimer, wenn ich einen Crafting-Table habe, machen. Der Lachs hat uns einen Kot, einen Kabeljau gedroppt. Das bedeutet, das ist unser allererstes Essen. Auch wenn es ungebraten noch nicht so viel bringt. Aber es ist schon mal auf jeden Fall besser als nichts. Und ich kann es halt nochmal sagen. Es könnte sein, dass wir halt Monster suchen müssen, die super selten sind. Dass es sehr viele seltene Kreaturen gibt in Minecraft. Das wisst ihr. Das weiß ich auch erst recht richtig gut. Ich hoffe nicht, dass wir heute gezwungen sind, vielleicht auf einen Skelettpferd zu warten. Oder irgendwie einen Wandering Trader abwarten müssen. Weil wenn die mir Enderperlen oder Blaze Rods droppen, dann wird es heute auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Tag. Aber euch ist es auf jeden Fall am Ende ja gefallen. Oh, könnte auch sein, dass mir vielleicht, ich weiß nicht, wer mir jetzt diesen Fisch genau gedroppt hatte. Es ist aber auch der Drop eines Eisbären. Ich sag euch mal ehrlich, ohne Waffe, ohne Essen kriege ich jetzt den Kollegen auch nicht getötet. Ein Squid habe ich jetzt aber auch noch nicht herausgefunden. Boah, zum Glück hältst du so viel aus, aber schöne Zähne hast du auf jeden Fall. Bitte drop was Sinnvolles, bitte gib mir, gönn mir. Danke dir, mein Kollege. Das ist original eine absolute Niete. Ihr wisst aber auch, wie es ja läuft. Ein Enderman oder eine Blaze droppt ihr auch nicht. Bei jedem Kill immer etwas. Eventuell gibt uns der Squid ja was, aber wir haben jetzt einfach kein Glück gehabt. Wir können es später auf jeden Fall nochmal probieren, aber jetzt wird es gerade halt Nacht. Und das gefällt mir ehrlich gesagt gerade nicht so sehr. Logischerweise spawnen damit auch ein paar Monster, wie zum Beispiel Skelette, Spinnen, Creeper. Das sind alles Monster, die ich auch noch ausprobieren möchte, da sie mir nämlich auch nochmal andere Sachen droppen. Aber ich möchte lieber Kreaturen erstmal nehmen, die keine Gegner Gegenwert zeigen, wie zum Beispiel so ein Pferd. Und ein Schaf haben wir auch noch nicht. Das müssen wir auch gleich nochmal probieren. Und dann wäre es fantastisch, wenn ich vielleicht ein Dorf finden könnte. Denn mit einem Dorf hätte ich die Möglichkeit, auch nochmal zu schlafen in dieser Challenge. Ein Bett kann ich mir halt leider heute nicht selber machen. Wobei ich aber Wolle bekommen kann. Und ein bisschen Schweinefleisch. Wir bekommen hier unsere Essensquelle. Richtig gut und sogar auch relativ viel. Die nehme ich auf jeden Fall dankbar an. Könnte aber auch sein, dass das Pferd ausgetauschte Drops mit dem Hoglin hat. Aber ist mir eigentlich relativ egal. Wir bekommen auf jeden Fall unser allererstes Essen. Und das Schaf. Oh, das ist richtig gut. Wenn es das ist, was ich vermute. Wenn uns ein Schaf die Drops eines Skeletts gibt. Sind das die Drops eines Skeletts? Dann sollten wir hier auch an die allererste Waffe kommen, und zwar Pfeile und Bogen. Kann eben ein Skelett auch droppen. Du droppst mir aber gerade nur Knochen. Ich habe noch nie so konzentriert gefightet. Zombies tragen wohl in ihrer wunderschönen blauen Hose in der Hosentasche ein paar Tropical Fische. Also ich sag euch ganz ehrlich, Fortsetzung von Findet Nemo. Maybe beim nächsten Mal in den Taschen der Zombies gucken. Nee, aber Retox ist auch ganz praktisch. Kann man auch essen, Enderman. Boah, traue ich mich jetzt noch nicht zu fighten. Auch wenn wir uns vielleicht einen Unterschlupf suchen könnten, wo sie nicht rankommen. Nehme ich doch erstmal lieber. Ergibt auch richtig viel Sinn, oder? Dass ich erstmal lieber gegen den Creeper kämpfe. Aber solange ich sprinten kann, kann ich mit 500 Hits, die ich verteile gegen ihn, eventuell auf Langzeit etwas bewirken. Ich habe das Gefühl, heute wird es echt ein langer Abend. Das wird heute ein echt langer Abend. Es wäre so nice, wenn wir vielleicht wirklich eine Waffe bekommen können. Es gibt auch die Möglichkeit, ich habe ja erzählt, dass ich mit Mob Drops auch craften kann. Es gibt mehrere Wege, um sich auch Tools, by the way, zu machen. Denn, vielleicht wusstet ihr es, es gibt beispielsweise einen Monster, es gibt sogar zwei Monster, die indirekt Sticks droppen können. Es gibt einerseits eine Hexe, die dir Sticks direkt droppen kann, aber es gibt noch ein anderes Tier, welches dir auch Sticks droppen kann. Vielleicht wisst ihr es ja. Und eventuell werden wir das im Verlaufe der Challenge auch nochmal hinbekommen. Hat der mir jetzt auch... Was ist denn mit euch los? Warum habt ihr denn alle Tropical Fische dabei? Oh.
Ich sag euch ganz ehrlich, solltet ihr eine Spinne mal töten und sie droppt euch verrottetes Fleisch, esst es auf keinen Fall. Aber wir sind hier heute in einer Challenge, in der es alles ein bisschen anders läuft. Also Real Talk, das verrottete Fleisch einer Spinne, einer riesigen, gigantischen Spinne, würde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt gerne essen. Deswegen esse ich lieber gedropptes Schweinefleisch von einem Pferd. Oh, das ist schon mal sehr, sehr gut, Leute. Das ist das merkwürdigste Inventar, was ich jemals gesehen habe. Nach 18 Minuten Challenge, Leder, 4 Nether Stars, 2 Strings, Rotten Flesh, Knochen und ein Schweinefleisch ungebraten. Es wird heute auf jeden Fall, denke ich, noch sehr, sehr interessant. Aber jetzt erstmal können wir die Nacht skippen und können die bereits jetzt verwundeten und angeschlagenen Skelette, die machen halt echt viel Schaden, ne? Hallo, es ist eventuell ein bisschen kompliziert zu erklären, aber es könnte sein, dass ihr etwas bei euch habt, das ich gebrauchen könnte, weswegen ich etwas machen muss für die Wissenschaft. Guck mal, wie er ihn dabei, hä? Okay. Jungs, bitte, ich fühle mich auch nicht gut dabei, aber bitte, bitte lohnt es sich. Ihr seid eine Kuh! Also so, in der Art. Wir müssen das einmal herausfinden für die Wissenschaft, weil wenn eine Katze uns Blazes droppen würde, Blaze Rods, das wäre ein absoluter großer Durchbruch. Könnte aber auch sein, dass uns eine Katze gar nichts droppt und dann haben wir das jetzt herausgefunden. Es tut mir leid, okay? Hallo. Ich muss sagen, ich mag Esel sehr. Das erklärt jetzt nicht, weswegen ich sie gerade auscritte mit einem Knochen. Aber ich finde Esel underrated in Minecraft. Es ist die günstigste Variante einer Schalker-Kiste, die man immer auch relativ schnell ranbekommen kann. Ich sag mal so, wie viele Monster gibt es denn bitte in Minecraft, die nichts droppen? Ich muss dazu sagen, wir haben eine Liste, Leute. Ich habe eine Liste und ich kann rein theoretisch nachgucken, welchen Drop welches Monster halt gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schildkröte getötet habe, sagt ihr, ist es in Ordnung, dass ich nachgucke, was eine Schildkröte eigentlich wäre, damit wir halt ausschließen können, dass uns eine Schildkröte auch nichts droppt? Okay, ich gucke nach, was eine Schildkröte ist. Eine Schildkröte wäre normalerweise ein Illusionär. Bro, das Monster gibt es nicht mal in Vanilla Minecraft. Das ist ein Monster, was du rein theoretisch nur per Common spawnen kannst, weil es noch nie eingebaut wurde. Das ist der Typ, der Villager, der Pillager im Schlafanzug. Eine Katze ist ein Delfin. True, ein Delfin, wenn du ihn tötest, der droppt dir halt auch einen Fisch. Hallo, Eisengolem, bitte gönn mal was. Gönn mal was richtig Stabiles. Oh, meine Damen und Herren, es hat sich aber definitiv gelohnt. Der Knochenritter verabschiedet sich und sagt Hallihallo zur Eisenaxt. Das ist der Drop eines Vindicators. Aber wir müssen auf jeden Fall in jedem einzelnen Dorf immer wieder den Eisengolem mitnehmen. Denn der kann uns halt immer wieder eine Waffe geben. Und mit der Waffe können wir auf jeden Fall großen, großen Progress machen. Wir machen uns weiter auf die Suche. In diesem Dorf hatten wir mittlerweile schon einen großen Erfolg. Und zwar, wir haben es geschafft, unsere erste Waffe ranzuholen. Unsere erste Waffe hat aber noch 10 Durability. Deswegen sollten wir uns diese eher vielleicht für schlechte Zeiten aufheben. Da vorne hätten wir aber eine Biene. Okay, das müssen wir aber jetzt schon nochmal machen. Eine Biene. Mir fällt erstmal so auf, wie viele Monster es in Minecraft gibt, die normalerweise nichts droppen. Aber das ist heute bestimmt anders, denn eine Biene ist eine Schalke. Das ist cool, das ist interessant, aber wird uns halt absolut nichts bringen. Aber wir haben ein weiteres Monster auf unserer Liste abgehakt. Das heißt, mit dem Monster, das wir abhaken, kommen wir unserem Ziel, den Blaze Rods und der Enderperle und den Bogen und den Pfeilen und mehr Essen und noch mehr Waffen und eigentlich brauchen wir noch eine Menge. Kommen wir immer näher. Das ist sehr gut. Und ich denke mal, wir werden heute sehr viel Spaß haben. Wir werden hier echt schön durch die gesamte Landschaft wandern, Biome suchen, Alliums sehen und uns freuen, wie schön das Leben ist. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich sehe mich schon selber in ein paar Stunden, wo ich mir so denke, Basti, wieso hast du das jetzt nochmal angefangen? Aber das sind die extremen Challenges, die ich auch immer wieder gerne spielen möchte. Es ist wirklich schwierig, weil ich einerseits mein ganzes Inventar super krass einschränke, dadurch, dass ich halt nichts aufsammeln kann, nichts looten kann, nichts traden kann und wirklich darauf beschränkt bin, auf die Sachen von Monstern. Und ich finde es aber gut, weil normalerweise so eine Eisenaxt von einem Vindicator oder so ein Steinschwert von einem Wither-Skelett interessiert dich in den meisten Fällen niemals. Also wenn du gerade, ja, du willst dir gerade einen Beacon machen und farmst du Wither-Skelette, dich jucken diese Steine. Steinschwerter null. Aber heute ist es anders. Heute sind diese Steinschwerter von einem Wither-Skeleton ultra viel wert für uns. Und ich finde das ganz interessant, wenn immer wieder Sachen, die normalerweise in Minecraft keine so große Bedeutung haben, in Challenges wieder ein bisschen mehr Bedeutung bekommen oder halt irgendwie einen gewissen Nutzen. Genau das gleiche auch in der Spiegelwelt als Karten, die ich normalerweise noch nie in Minecraft benutzt habe, auf einmal super krass werden. Gibt uns ein Vindicator eigentlich zu 100% über eine Eisenaxt? Es könnte halt sein, dass er jetzt nichts droppt, ne? Nein, er wird hier gönnen, ganz sicher.
Er hat nicht gedroppt. Das Dorf bringt uns leider erstmal nichts. Ich freue mich auch sehr, immer wieder Rune Portal zu sehen. Ich meine, wir können ins Rune Portal mal reingucken. Und dann sehen wir ja am Ende so oder so nicht mal guten Stuff. Dann werden wir halt sehen, ach Mann, wie ärgerlich. Ich konnte eine Goldhake mit FI1 oder einen Fire Charge und 4 Goldnuggets konnte ich nicht mitnehmen. Ja, komm mal. Nichts, was ich brauche. 2 Goldblöcke. Puh. Boah, ich glaube jetzt, die meisten normalen, also die langweiligen Standard-Monster-Tiere haben wir abgehakt. Deswegen wird es Zeit für ein neues Biom. Und so ein neues Biom, das haben wir hier. Savanne. Und ein weiteres Dorf. Ja, ist echt krass, wie sie in der 1.18 die Dörferrate echt runtergeschraubt haben. Ich kann es immer nur wiederholen. Bitte. Ist kein Problem. Kein Problem, oder? Okay, es gibt ein paar Kreaturen, die es exklusiv nur in einem Dschungel gibt. Oh, noch ein Rune Portal. Noch nie so viele Rune Portals gesehen in der Minecraft-Welt. Ah, bestimmt keine guten Sachen. Ach, Quatsch mit Soße. Oh, Papagei, ich wäre fast hier rausgelaufen. Ich sag euch ehrlich, du könntest mir vielleicht wirklich was Gutes droppen. Weil du bist... Wir brauchen noch einen zweiten. Ich möchte herausfinden, was ein Papagei geben könnte. Oh, como ist das, mi amigo? Da haben wir einen Drown mit einer Nautilus Shell. Stabile Hotbar nach 60 Minuten Spielzeit. Sag nichts Falsches, okay? Rotten Flash. Wurde ein Drown vielleicht mit einem Zombie oder mit einem Husk ausgetauscht? Oh, right. Tropical Fische, Pufferfische und ein Delfin. Wir gucken... Leder. Dann seid ihr bestimmt ein Pferd oder ein Lama oder so. Pass auf. Mann, Puffer. Ein Pufferfisch wäre normalerweise ein Zombified Piglin. Ja, aber dann rein theoretisch könnte uns ein Pufferfisch ja eigentlich auch noch mehr Stuff droppen. Leder. Mann, was ist denn hier für eine Versammlung? Alle Wasserlebewesen droppen mir Leder. Oh! Das ist richtig gut. Du kannst einmal den hier auseinandernehmen. Oh Gott, Wolfi, Wolfi, ein King. Leg dich nicht mit mir an, denn ich habe den Rottweiler dabei. Wisst ihr, du kannst dir halt auch deine Verbündeten einfach so holen. Okay, 3 Wölfe haben wir, 3 Wölfe. Yo, nimm sie auseinander, die Spinne. Leute. War jetzt gar nicht knapp. Mach Lederhosen, Bro. Ich würde mir so eine stabile Lederrüstung gönnen. Sollten wir gleich mal einen Crafting Table finden in einem Dorf. Also, vielleicht nochmal einen nächsten Papagei. Wir sind uns auch noch nicht 100% sicher, was ein Papagei uns droppt. Nehmt ihn auseinander. Was droppt er uns? Anscheinend ein Papagei wohl wirklich nichts. Oder wir haben einfach Pech. Ich würde sagen, wir töten noch einen dritten Papagei. Und dann lassen wir uns sagen, was es ist. Ja, ich glaube, ein Papagei droppt wirklich nichts. Ich gucke nach. Ein Parrot ist eine Fledermaus. Ja, eine Fledermaus. Ich habe schon sehr oft gesagt, ein Monster, worüber ich sehr froh bin, dass es das im Spiel gibt. Es droppt hier halt leider nichts. Alright, die nächste Nacht bricht an. Da vorne wäre ein Bamboo Forest. Bro, was ein Jumpscare. Es ist allein schon wirklich ein ganz großer Krampf, sich wieder auf 10 Herzen hochzuheilen, wenn du kurz mal übertrieben viele Lachse farmen musst. Enderman. Bro, ich werde es vielleicht bereuen, ne? Komm, nehmt ihn. Enderman, drop was Ordentliches. Ich habe ganz große Probleme. Tintensäcke. Oh, ein Dschungeltempel. Und ein Panda. Okay, sehr, sehr, sehr gut. Dann können wir endlich herausfinden, was ein Panda bringt. So leid es mir tut also. Ich habe jetzt... Ey, Leute, das ist aber auch eine ganz, ganz merkwürdige Situation, in der ich mich befinde. Der Panda ist tot. Er hat nichts gedroppt, oder habe ich es übersehen? Also, wenn wir eine weitere Nacht jetzt nochmal aufbleiben, sollten Phantome kommen. Sind zwar auch sehr nervig und sehr stark, aber würden normalerweise auch eine Weile dauern, bis wir sie mal sehen können. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht Phantome. So langsam bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Da sollten wir uns auf jeden Fall nochmal probieren. Was war nochmal ein Squid, Leute? Wissen wir noch gar nicht, ne? Wir sollten vielleicht nochmal einen Squid töten, um das nochmal herauszufinden. Hola, mis amigos! Ja gut, wenn wir eine Lush Cave hier unten schon so am Start haben, dann können wir uns auf jeden Fall nochmal einen Axolotl gönnen eigentlich. Keine Zeit. Oh Gott. Nichts! Ey, als ob den ganzen Kram jetzt für nichts. Was ist ein Axolotl? Wir müssen es herausfinden. Ich muss noch einen töten. Okay, ein Axolotl können wir auf jeden Fall von unserer Liste auch abhaken, denn ein Axolotl ist ausgetauscht mit einem Piglin. Es gibt so viele Monster, die denn nichts droppen. Aber wir haben es auf jeden Fall nochmal ausgeschossen. Ich würde jetzt aber auch trotzdem nochmal eine Sache final wissen. Was ist ein Squid?
halt auch, also nichts. Ein Squid droppt uns auch nichts, weil er ein Villager ist. 2 Stunden, es regnet, ich habe kein Essen, meine Wölfe sind weg, spurlos verschwunden. Es läuft fantastisch. Zombie-Villager. Es wäre jetzt mal sehr, sehr praktisch, etwas zu bekommen, das revolutionär wäre für diese gesamte Challenge. Genau auf 2 Stunden, come on. Bambus! Oh, das ist gut. Das bedeutet, wenn wir mehrere Zombie-Villager töten, können wir uns Sticks machen. Und aus Sticks könnten wir mit dem Crafting-Table uns dann irgendwann ein paar Tools craften. Also sollten wir zum Beispiel Eisen von einem Eisengolem-Drop bekommen, können wir uns ein Eisenschwert, Eisenäxte machen. Und vor allem, sie haben volle Durability. Was passiert, wenn ich jetzt rein theoretisch den anbaue? Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Mein Herz bleibt stehen. Ja, es ist wirklich, ich kann nur mein Bambus. Aber wir wissen jetzt mittlerweile, wie wir Bambus bekommen können. Über Zombie-Villager. Zombie-Villager merken. Oh, finally mal wieder ein Dorf. Das gibt jetzt natürlich noch ein bisschen Hoffnung. Das ist gut. Ein Pillager-Outpost gibt uns nämlich nochmal eine weitere Kreatur. Und wir könnten dann eben auch Eisengolems nochmal töten. Oh, da vorne wäre noch ein Dorf. Also, der Eisengolem wird uns hoffentlich eine Eisenaxt droppen. Let's go! Ich glaube, ich werde jetzt aber, weil es muss getan werden für die Wissenschaft, wir warten ab, bis Phantome kommen. Dann lasse ich euch beide mal alleine. Dann haben wir gleich wieder einen Bambus. Und hier... Okay. Ich will mich nicht beschweren, aber dass du jetzt hier um die Ecke kommst, perfekt. Denn so können wir uns einen Stick machen. Ich habe schon eine Katze geholt, Leute. Er ist, ich schwöre, vor mir gespawnt. Das ist unfassbar. Come on, drop mir jetzt bitte wenigstens die Eisenaxt. Ich brauche sie. Let's go. Eisenaxt Nummer 2. 40er Durability, 77 insgesamt. Und jetzt erstmal zurück zum Pillager Outpost. Mal schnell einen Pillager holen. Und dann sehen wir weiter. Alright, Kollege, du kriegst jetzt gleich mal ein paar schöne Eisenaxt-Hits ab. Um mir am Ende nichts zu droppen. Wir gehen auf Nummer sicher, töten nochmal einen zweiten. Ein Pillager hat ausgetauschte Drops mit einer Biene. Also, die erste OP-Rüstung. Es geht voran in dieser Challenge, Leute. Boom. Wow. Holy. Jetzt mal ernsthaft, ich sehe echt sick aus. Ich sehe cool aus. Okay, die Hexe, Leute, was sagt ihr? Einfach drauf, Eisenaxt und bum, bum, bum. Komm mal, wir müssen es herausfinden für die Wissenschaft. Rotten Flash. Es ist alles eine absolute Enttäuschung. Alright, Kollege. Wie sieht's aus? Na, Eisenaxt. Ein bisschen mehr Freiheit mit der Eisenaxt wäre ein Traum. Da ist ja eine Eisen... Boah! Eine 129er Eisenaxt. Was? Let's go! Huge Drop. Da sollen sich mal alle warm anziehen, was ich mit dieser Axt alles anstellen kann jetzt. Ein Stray muss ein Schaf sein und kann damit uns Blöcke droppen. Das ist gut, das ist richtig gut. Und ein Häschen. Oh mein Gott, bitte. Leder. Oh, Leute. Scheint wohl eine Kuh zu sein. Hey, willkommen. Let's go. Endlich. Let's go. Ich wusste es. Oh mein Gott, Eisengolems. Es sind die Eisengolems. Big Changer. Und die rote Blume. Und die ist für dich. Oh, ja, gerne, kein Problem. Ey, 8 Eisen, let's go. Wir haben Eimer. Wir können uns mit dem Stick ein Schwert machen. Wenn wir noch mehr Zombie-Villager finden, können wir uns Eisenspitzhacke, Eisenaxt machen. Aber big, big, big Game Changer. Wir sollten auf jeden Fall im Verlauf dieser gesamten Challenge heute nicht schlafen gehen. Und wenn wir jetzt richtig gut sind, Leute, passt mal auf, haben wir hier in diesem Iglu, da haben wir zu 100% ein Crafting Table, aber wir können genauso gut auch unseren zweiten Stick bekommen, wenn wir ein bisschen Glück haben sollten. Haben wir nicht. Also, wir machen uns einen Eimer. Ja, Wolfi, es ist alles gut. Ja, ich würde sagen, Schwert machen. Easy going. Damit haben wir eine ganz neue Positionierung in dieser Challenge. Nach 3 Stunden ist das mehr oder weniger der Durchbruch. Also, ich sage auch ehrlich, ein zweiter Eimer wäre sogar ganz schlau. Meinte ich, sollte mir einen zweiten Eimer machen, um einfach immer Lava dabei zu haben, plus Wasser. Okay, die Frage der Fragen. Was passiert, wenn ich ein Pferd anbrenne und es brennend töte? Droppst du gebratenes Fleisch?
Minecraft, es ist das beste Spiel der Welt. Oh mein Gott, das ist der Durchbruch. Gebratenes Essen. Ich habe das Gefühl, jetzt nach über 3 Stunden, wir haben so viele Monster mittlerweile getötet. Es wird langsam ziemlich sicher Zeit, dass wir im Nether hoffentlich dann mal die Drops bekommen, die wir brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Also Blaze Rods, Enderperlen. Mal gucken. Let's go. Das Portal steht. Das Ding ist, ja, den Laden jetzt anzuzünden, wird ein bisschen komplizierter. Wir haben aber hier eine extra Konstruktion. Hier wird die Lava platziert und dort kommt ein Wollblock hin. Da kommt mein Eisen. Ein Eisengolem droppt ja auch zu 100% mindestens 3. Deswegen big, big Jackpot. Wir bekommen halt auf jeden Fall mindestens 6 Eisen. 5. Maximaler Drop. Und nochmal 5. Nochmal 5. Maximaler Drop. Richtig, richtig strong. Wir können uns daraus jetzt basically auch Rüstung machen. Wir können uns halt alles machen. Ja, das Ding ist halt, Leute, also klar, eine andere Option. Wir könnten halt bei einem Ruin Portal oder so. Aber ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass mit Wolle. Also ich hätte jetzt gedacht, dass Wolle auf jeden Fall irgendwie slidet oder entzündet. Wir könnten halt schon an einem Baum oder... Oh, Zombie-Villager. Bambus, let's go. Ja, komm. Wenn das jetzt abfackelt. Jawohl! Auf geht's! Ja, das war jetzt eine wesentlich stabilere Aktion. Meine Damen und Herren, unser Portal steht. Es ist möglich, ein Portal so zu entzünden. Es hat jetzt gerade sehr lange gedauert. Und auf Wolle ist ehrlich gesagt kein Verlass mehr. Wir brauchen jetzt aber nochmal ein bisschen mehr Essen. Und dann gucken wir mal rein in den Nether. Und dann werden wir mal sehen, was es dort zu holen gibt. Hier gibt es sogar noch einen Lavasee. Ist alles voll mit Lavaseen. Ja, 13 Fleisch gebraten vor allem ist richtig gut. Let's go! Oh, true. Es gibt auch Hoglins. Und vielleicht mal direkt ein Ghast. Das ist eine Festung. Bro, wir haben insanes Glück. Oh, como estás, amigo? Was bist denn du? Eventuell etwas sehr, sehr Brauchbares. Alles klar. Danke, Minecraft. Blaze, es kann sein, dass du mir nichts Brauchbares heute droppst. Schneebälle, let's go. Damit brauchen wir keinen Bogen und auch keine Pfeile mehr. Und ich habe eine Idee. Wir brauchen 8 Stück, dann können wir etwas sehr, sehr, sehr Cooles damit machen. Hoglin, first try, nichts gedroppt. Oh mein Gott, es geht direkt weiter. Wither Skeleton. Könnte normalerweise so viele gute Sachen geben für uns. Ein Gunpowder. Hoglins sind Creeper. Ja, das ist jetzt erstmal soweit der Nether. Piglins, Hoglins, Wither Skeletons, Blazes. Haben wir alles aus, finde ich, erstmal gemacht. Zombified Piglin wird jetzt als nächstes auf dem Plan stehen. Einen Sattel. Ravenger. Ein Zombie-Pigman ist ein Ravenger. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Bum, bum. Und wir können damit einen Snowgolem machen. Bitte, Bro. Sei ein Gönner. Das ist wirklich strong. Aber wir haben halt keine Pfeile. Und eine Pfeile bringt uns das noch nicht so viel. Und Pfeile bekommen wir ja nur über Drops, bei denen wir eh schon wissen, dass man über sie auch einen Bogen bekommen kann. Ich weiß, was das ist. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist der Enderdrache tatsächlich. Aber der Enderdrache in ein bisschen kleiner. Das ist jetzt natürlich die Frage. Eigentlich ist die Challenge jetzt geschafft. Wir haben gerade den Enderdrachen besiegt. Und ich meine, ich kann auch schnell den Wither killen. Fertig. Hier vorne wären jetzt, by the way, mittlerweile unsere Campfires. Brauchen wir nicht mehr, weil wir mit Lava alles direkt braten. Aber dort können wir auf jeden Fall noch den Raid spielen. Dazu brauchen wir aber noch mehr Rüstung. Ich will nochmal Phantom skillen. Mir Brustplatte, Chestplate oder vielleicht sogar den Helm noch machen. Je nachdem, was wir gedroppt bekommen. Dann zocken wir mal einen Raid. Füchse, let's go. Oh mein Gott. Sie haben mich auch, glaube ich, gesehen und wussten. Oh nein, der hat was vor. Oh, das ist auch nochmal gut. Lammfleisch. Aber werden wir jetzt ja auch nicht in Massen finden. Aber können wir auf jeden Fall nochmal was weiteres von der Liste abhaken. So, Ziege, Ola, geh, Teil. Eine Ziege ist ein Zombified Piglin. So könnten wir uns halt auch ein einzelnes Gold kratzen. Oh, da kommt meine Eisenlieferung. Was geht ab, Jungs? Das sind nochmal mindestens 6 weitere Eisen und damit haben wir dann gleich unsere mittleren Pieces. Und zwar 17. Die haben nochmal 9 Stück gedroppt. Richtig gut. Und da vorne sehe ich einen Mesa-Biom. Okay, da ist direkt ein Cave-Spider-Spawner. Perfekt. Okay, da kommt schon einer. Okay, maybe Pech.
Ja, chillt dann nochmal ein Creeper, ist auch cool. Bro, das ist echt zu viel Damage gewesen. Hilf, ich hätte gedacht, dass er viel weniger macht. Bro, wir brauchen so dringend... Niemals. Bro, das ist eine Fahrt mit meinen Gefühlen, ne? Digga, das kannst du keinem erzählen, ne? Ne Hexe. Und was droppst du? Niemals. Ja, willkommen zum neuen Großprojekt. Eine große Hoffnung, die wir halt haben können, ist, wir dürfen nicht vergessen, es heißt nicht, dass er der Einzige ist, der die Drops von der Blaze hat. Genauso wie es eben auch schon mehrmals in dieser Welt uns vorgefallen ist, manche Sachen gibt es auch doppelt. Es könnte rein theoretisch sein, dass immer noch eine andere Kreatur auch Blazes hat als Drop. Wir müssen sie halt nur finden. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal einen Ansatz, den wir verfolgen können und wissen, ey, alles, was wir eben jetzt machen müssten, um genügend Blaze Drops zu bekommen, ist lange warten. So, wir müssen jetzt einerseits mal hoffen, dass der Golem erstmal ein bisschen Arbeit für uns macht. Und dann gehen wir gleich an diesen Crafting Table dort ran und machen uns eine komplette Eisenrüstung. Sehr gut. Eisenrüstung, let's go. Oh mein. Die tut richtig gut, Leute. Mit der Eisenrüstung fühle ich mich direkt mal ein bisschen sicherer. Und nach 5 Stunden hat man sich die mittlerweile auch mal, würde ich sagen, gut verdient. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen mehr Essen hier ran. Und dann könnten wir eventuell heute mit dem Stuff definitiv schon mal besser einen Raid nachher starten. Snacken wir uns mal ganz kurz. Bad Omen. Das haben wir. Und ja, wie gesagt, wenn wir jetzt ein Dorf finden sollten, dann können wir auf jeden Fall einen Raid spielen und damit auch nochmal weitere Monster abhaken. Und dann wird es jetzt Zeit für einen Raid, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt auf jeden Fall herausfinden, was ein Vindicator droppt, ein Revenger, ein Evoker und eine Vex. Also 4 weitere Monster, die wir jetzt abhaken können. Aber eben super, super wichtig, ja, dass wir halt nicht sterben. Aber dafür haben wir auch ein bisschen Unterstützung von ihm jetzt hier. Und den Eisengolem können wir im Zweifelsfall auch mit dem Eisen hier nochmal reparieren. Und wie gesagt, nicht die Axe-Durability jetzt unnötig wasten. Wir haben halt auf jeden Fall noch mal ein paar andere Monster, die wichtig sind. Wobei, Vindicator droppt Leder. Ja gut, Leder hatten wir jetzt schon über mehrere Monster herausgefunden, dass das gedroppt werden kann. Oh, sorry, Bro. Das ist jetzt nicht so relevant für uns. Und jetzt haben wir... Ich weiß gar nicht. Oh ja, jetzt kommt der Revenger. Beim Revenger brauche ich definitiv Support von ihm hier. Haben wir den Revenger down? Er sollte nichts gedroppt haben. Aber maybe ist es auch eine geringere Droprate und wir müssten es eventuell nochmal herausfinden. So, aber der Golem, der leistet eine richtig gute Arbeit. Hexen sollten, das wissen wir auch schon, ja, Rotten Flash. Halt relativ quatschig. Halte aus, Bro. Jetzt kommt nämlich nochmal die letzte Wave und in dieser Wave haben wir sogar einen Evoker. Oh mein Gott, Wechsel sind Enderperlen. Wir haben Enderperlen, wir haben Enderperlen. Wechsel, droppen Enderperlen. Okay, wir dürfen nicht den Evoker töten. Der Evoker muss noch ein bisschen aushalten. Bro, big Jackpot. Aber richtig großer Jackpot. Wir müssen aufpassen. Golem, halte noch ein bisschen aus. Wie schnell hat er mich denn ausgecrittet? Holy shit. Bro, das ist ja aber ein Auf und Ab der Gefühle. Oh, das tut so weh. Das ist richtig, richtig ärgerlich, aber eine richtig geile Challenge. Und ich möchte diese Challenge auf jeden Fall nochmal spielen. Wir haben es so weit geschafft. Wir haben so viele Sachen herausgefunden. Wir haben so viele Monster gesehen. Also, dass wir halt einfach Blaze Rods und Enderperlen hatten. Wir hatten es. Wir hatten es. Wir hatten auch Schneebälle. Wir hätten rein theoretisch jetzt bald auch in Richtung Stronghold gehen können. Hätten wir. Schade. Sehr, sehr schade.